Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Banjo-Kazooie, das letzte Mal stehen geblieben in Freezy Peak, in dem wir, ich glaube, 5 oder 6 Puzzleteile geholt haben und ist gut, Eevee. Muss ich mal gucken in der Statistik. Und wie ihr vielleicht seht, 5 Puzzleteile, ja, ich weiß nicht, ob ich 6 hatte oder 5, ich weiß es nicht genau. Weil mir ist einfach mal mein Save Game, sag ich mal, das war einfach irgendwie ein bisschen futsch und ich bin einfach mal so vor Freezy Peak wieder da, also gewesen, ohne dass ich da irgendwas gemacht habe. Da habe ich mich ein bisschen versafe-stated, kann man sagen. Und das ist nicht so toll. Und deswegen muss ich dann alles nochmal versuchen, genau nachzuspielen. Also nicht haargenau irgendwie Meter für Meter gleich laufen oder so. Aber ich musste halt versuchen, alle Noten gleich einzusammeln, alle Puzzleteile und so. Und das ist mir, glaube ich, mehr oder minder nicht so doll gelungen. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass wir 77 Puzzleteile hatten und jetzt sind wir bei irgendwas in die 60 war das, glaube ich. Oder hier zum Beispiel auch den Mumbo-Schädel da oben, den habe ich gar nicht eingesammelt. Oder die ganzen Noten hier außen. Da bin ich einfach dran vorbeigerannt, wie man gerade sieht. Ach, und dann waren noch 4 Puzzleteile irgendwie nochmal um so ein komisches Geschenk darum, die ich nicht eingesammelt habe. Okay. Die hier hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Wie ein böser Bär. Der hat ein Puzzleteil gehabt. Schnell daher, schnell daher, schnell daher. Okay, da kommen wir anscheinend nicht rein. Der sitzt mit seinem fetten Hintern einfach mal davor. Puh, jetzt kann ich Wasser. Achso. Und das hier ist das Ziel der Rennstrecke. Mit einer Mumbo-Schädel? Nee, extra nicht. Rennstrecke, weil wir müssen dann noch ein Rennen gegen Boggy fahren, laufen, wie auch immer. Ich weiß es nicht mehr genau, wie das war. Ob wir da einen Schlitten bekommen oder ob wir da mit den Turboschuhen durchrennen können, theoretisch, wenn wir sie hätten. Was wir ja nicht haben. Oder eben nicht. Und dann muss ich aber mal gucken. Ich habe, glaube ich, hier oben noch nicht alles beim Schneemann. Da fehlt mir auf jeden Fall noch eine Sache. Und zwar, in seiner Pfeife ist noch ein Puzzleteil drin. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon hatte. Also das war er jetzt nur zum Scheitern verurteilt. Ach, wir sind an dem Ende des Schalls. Oh, das ist echt schön suboptimal. So kann man den Sturz auch abbremsen. Ah, Mann, jetzt ist meine Energie futsch und ich habe schon fast alle Gegner besiegen müssen, damit ich überhaupt noch Energie habe. Und keine Sorge, diese Folge wird wieder eine ganz normale 15-Minuten-Folge. Das wird nicht wieder so ein langer Part. Ah, wir haben nur noch 4 Federn. Ich komme gar nicht so weit nach oben. Ach, verdammt nochmal. Ach, ist das doof gelaufen. Ach, verdammt nochmal. Aber immerhin haben wir hier noch einen Mumbo-Schädel und noch eine Energiewabe. So, was ich glaube ich noch eingesammelt habe, was ich vorher nicht hatte, ist ein Jinjo, der hier hinter dem Haus gestanden hat. Den habe ich gar nicht mitgekriegt, der hat einfach nur plötzlich sein Jinjo-Zeugs abgezogen und fertig. So, hier haben wir die unausgefüllte Honigwabe und ich glaube wir haben ein Dings in Bubble Gloop Swamp gar nicht danach gesucht. Da fehlt uns, glaube ich, sogar noch eine. Oder 2. Auf jeden Fall mehr als genug. Ne, eine fehlt da, glaube ich, nur. Oh. Ach, hatten wir hier irgendwo so eine Stiefel. Gar nicht drauf geachtet, ob hier irgendwo diese Stiefel rumlungern auf der anderen Seite. Gucken wir mal, ob auf Mumbos Hütte irgendwas war. Jo, da gibt es ein wertvolles Extra-Leben. Ach, da komme ich jetzt nicht hin, ist mir doch jetzt egal. Hi, Mumbo. Aber erstmal gehen wir da hoch, da ist nämlich ein Jinjo.
und Noten. So. Das war Jinju Nummer 4 und jetzt lassen wir uns von Bumbo verwandeln. Und zwar in eine kleine Seerobbe. Benjo jetzt ganz dick und große Zähne haben. Ho ho ho. Wunderbar. Ja, und als Seerobbe, wie ihr seht, können wir einfach in diesem eiskalten Wasser rumlatschen, so wie es uns gefällt. Ach, so ist das gedacht. Man muss mit dieser Superfeder da durchlatschen. Ah, okay. Mit der Superfeder kann man natürlich durch kaltes Wasser, ist klar, weil man ja unverwundbar ist. Da habe ich gar nicht dran gedacht, Leute. Ne, und dann können wir uns hier auch die restlichen Noten noch mit einsammeln, beziehungsweise es fehlen ja noch ein paar Stück. 5 Stück, um genau zu sein. Ja. Und was wir als Robber auch noch machen können, ist dahin zu gehen, was wir auch als nicht Robber können. Und ich glaube, ich gehe jetzt gerade falsch. Ich glaube, ich bin gerade ganz woanders. Nein, doch. Denn hier wartet Boggy auf uns. Der möchte ein Rennen fahren. Ich glaube, wir müssen wirklich erstmal mit dem Schlitten fahren. Und dann können wir erst als Seerobbe gegen ihn antreten, oder? Kollege Varos, Lust auf ein Rennen? Dann hüpfen wir auf den Schlitten. Okay. So, hier setze ich ein Safe State. Einfach nur, um auch sicher zu gehen, dass ich einen Safe habe. Naja. Einfach nur ein Slalomkurs. Und das ist sau schwer. Wie ich finde. Wohey! Weil er euch teilweise ganz schön abdrängt. Jawohl! Ich hab's sogar nicht geschafft, Leute! Ja! Juhu! Ja, 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 wunderbar, super, super. Das habe ich noch nie auf dem ersten Versuch geschafft. Oh, Leute. Wunderbar. Yeah. Geile Scheiße. Verdammt nochmal. Geht doch mit mir. Wunderbar. Puzzleteil Nummer 6. So, und hier. Wow, noch ein Varos. Nimm das. Aber nimm dich in Acht vor diesem stinkenden Bär und dem doofen Vogel. Und wir bekommen ein weiteres Puzzleteil. Puzzleteil Nummer 7. Und das keine 10 Sekunden später. Jo, hier haben wir wenigstens noch ein paar Federn. Mal sehen. Hi, Kumpel. Schau dich in Vosas Höhle ruhig ein wenig um. Mach ich. Ich glaube, genau. Wir müssen nämlich dann auch in die Höhle rein, um den Jinju zu holen. Also als Bär und Vogel. Das ist dann Puzzleteil Nummer 8. Ich überlege gerade. Dann oben noch in der Pfeife Nummer 9 und Nummer 10 ist dann das zweite Rennen gegen Boggy. So, wenn wir hier durchgehen. Dann kommen wir zu einem Ort, an dem es die zweite unausgefüllte Honigwabe gibt. Hier haben wir noch ein extra Life-Durha. Und ganz viel Zeug.
Und dann gehen wir mal wieder zurück. Das war eigentlich schon alles, was wir als Walross machen mussten. Dann verwandeln wir uns mal zurück in Bär und Vogel und holen uns dann auf jeden Fall noch zwei weitere Puzzleteile und dann werde ich sehen, ja, was sich sonst noch so machen lässt. Weil wenn ich jetzt wirklich richtig liege, dann müssen wir uns erstmal die Turboschuhe holen, um überhaupt irgendwie Boggy schlagen zu können. Also, weil ich glaube, wir müssen wirklich Boggy jetzt nochmal als Banjo und Kazooie dann besiegen. Ja. Na doch, ja. Klar. Was auch sonst. Ich rede gerade ein bisschen mit mir selbst. Aber wo ist diese letzte Note? Irgendwo muss ich eine kleine Note verpennt haben. Aber wie gesagt, es fehlt nur eine einzige. Habe ich vielleicht, als ich hier irgendwie rumgegangen bin, was verpasst? Nee. Na gut, laufen wir einfach mal noch weiter rum. Vielleicht habe ich ja doch eine verpennt. Kann ja sein. Oder oben auf dem Schneemann. Oder auf seinem Schal. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, aber bei Banjo-Kazooie war es ja ein Glück, sage ich mal, dass die Date nur bis Freezy's Peak, also vor Freezy's Peak, kaputt war. Bei Zelda war sie nämlich komplett futsch. Musste ich alles zweimal nochmal machen. Fand ich nicht ganz so amüsant, muss ich ehrlich sagen. Weil irgendwann ging mir der Deko-Bomb doch ganz schön auf die Nerven. So, jetzt sind wir wieder Banjo. Mit 11 Mumbo-Schädeln sind wir, glaube ich, auch schon ganz gut bedient. Jo. Mit den Gummistiefeln kommen wir ganz leicht durch das Eiswasser. No. So. Was ist unser nächstes Ziel? Wir gehen zur Flugplatte. Oder gehen wir zur Flugplatte? Oder gehen wir zur Eishöhle? Wir gehen hier lang. Ich glaube, war da jetzt die Walrosshöhle? Ich bin hier total irgendwie... Hier ist auf jeden Fall der Schal. Nee, dann benutzen wir mal nicht die ganzen Federn oder so. Dann gucken wir hier mal auf dem Schal, ob hier irgendwo noch eine Note war. Weil oben haben wir ja sowieso auch noch eine Flugplatte, eine Flugflatte. Hm? Wir haben eine Flugflatte, Leute. Nöp, auf dem Schal habe ich nichts verpasst. Nein, 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 nicht schon wieder. Boah. Leute, mir ging gerade der Arsch auf Grundeis. Ich dachte, das war's jetzt. Aber wenn ich jetzt hier runtergefallen wäre, hätte ich die ganzen Noten nochmal sammeln müssen. Wäre vielleicht nicht so verkehrt gewesen, aber... Es wäre nicht schön gewesen. Ganz einfach. Weil dann hätte ich wenigstens auch gewusst, wo mir jetzt noch eine einzige Note fehlt. Ich glaube, hier kommen wir wieder zurück zum Anfang. Genau. Nee. Doch, nee, doch, nee, doch, nee, doch, nee. Totleben, 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 nee. Ah, da ist die Höhle von dem Walross. So, dann machen wir das einfach mal so. Gehen da rein, zack. Na, hast du irgendwas zu sagen? Schon wieder dieser Bär. Nimm die orangefarbene Nervensäge und lasse den armen Wose alleine. Wasser, wie auch immer. Und hier haben wir den letzten Jinjo eingesammelt. Und guckt mal hier. Das hier ist ein Schlüssel. Dieser Schlüssel gehört zu den Stompen Swamp Geheimnissen. Was es damit auf sich hat, das sollte eigentlich, sage ich mal, ein Extra sein, wenn man Banjo Tooie hat. Also den zweiten Teil von Banjo Kazooie. Da sollte man theoretisch wirklich erstmal Banjo Tooie einlegen und dann auf die andere Kassette Banjo Kazooie rüber wechseln.
Und dann hätte sich das geöffnet, dann wäre man an diesen Schlüssel gekommen. Und hier gibt es so einige Geheimnisse davon. Oder andersrum, man konnte hier diese Dinge einsammeln, diese Stomp and Swamp Geheimnisse. Und konnte dann bei Banjo-Tooie dafür irgendwas machen. Ich weiß es gerade nicht so genau. Aber auf jeden Fall sollte das sozusagen so kombinierbar sein, dass man erst das eine Modul einlegt, also diese eine Kassette davon. Das waren ja immer so eine Kassetten beim N64, falls sich noch jemand dran erinnert. Und dann später die zweite. Ja, und dann eben damit mehr Dinge freischalten kann und vielleicht sogar musste. Aber da es ja nie dazu gekommen ist, da das nie so eingebaut wurde, weil sie sich dann dachten, technisch ist es doch ein bisschen schwierig umzusetzen. Ja, wissen wir nie, wie es wirklich gewesen wäre. Und hier ist eigentlich die Ebene, wo die ganzen Noten waren. Aber hier haben wir auf jeden Fall keine Note verpasst. Okay. Dann gehen wir mal nochmal nach oben. Kann ja sein, dass ich da was verpasst habe. Federn brauchen wir auf jeden Fall. So, dann gehen wir weiter nach oben. Hier haben wir nur ein paar Eier. Aber dann würde ich sagen, das war's dann für diese Folge von Let's Play Banjo-Kazooie. Ich bin der HBK und ich würde dann mal sagen, tschüss, bis dann.